sogenannten zweiten Weihnachtsfeiertag, der ja bei uns auch staatlicher Feiertag ist, wird das Fest des heiligen Erzmärtyrers Stephanus gefeiert. Dazu die Lesung aus der Apostelgeschichte im sechsten Kapitel. In jenen Tagen tat Stephanus voll Gnade und Kraft große Wunder und Zeichen unter dem Volk. Doch einige von der Synagoge, welche die der Libertiner und Cyrenäer und Alexandriner genannt wird, und von denen, die aus Zilizien und Asien waren, erhoben sich und stritten mit Stephanus. Aber sie vermochten der Weisheit und dem Geist, der aus ihm sprach, nicht zu widerstehen. Als sie nun das vernahmen, ergrimmten sie in ihren Herzen und knirschten mit den Zähnen wider ihn. Da aber Stephanus voll des Heiligen Geistes war, blickte er zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach: Ich sehe die Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Sie aber schrien mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu und stürmten alle miteinander auf ihn los. Sie trieben ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider zu Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. So steinigten sie den Stephanus, der betete und sprach: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und er fiel auf die Knie und rief mit lauter Stimme: Herr, rechne ihnen dies nicht als Sünde an. Und als er das gesagt hatte, entschlief er im Herrn. Das Evangelium zu diesem Fest des heiligen Stephanus ist aus dem Matthäusevangelium, 23. Kapitel. In jener Zeit sprach Jesus zu den Schriftgelehrten und Pharisäern: Seht, ich sende zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte. Und einige von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen, andere in euren Synagogen geißeln und von Stadt zu Stadt verfolgen, damit alles gerechte Blut, das auf Erden vergossen wurde, über euch komme, vom Blut des gerechten Abel bis zum Blut des Zacharias, des Sohnes des Barachias, den ihr zwischen Tempel und Altar ermordet habt. Wahrlich, ich sage euch, dies alles wird über dieses Geschlecht kommen. Jerusalem, Jerusalem, du mordest die Propheten und steinigst die zu dir gesandt sind. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel sammelt, und du hast nicht gewollt. Seht, euer Haus wird euch öde gelassen. Denn ich sage euch, von nun an werdet ihr mich nicht mehr sehen, bis ihr ruft: Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Es ist jedes Jahr ein gewisser Wechsel der Gefühle, dieser Stephanustag. Am Tag vorher, allein schon von der liturgischen Farbe, das festliche Gold oder Weiß, das Kind in der Krippe als Mittelpunkt und dann am Stephanustag das rote Messgewand. Und in der Tat ist von Blut und Verfolgung die Rede. Ein Szenenwechsel auch vom Kind in der Krippe, der Beginn der Erlösung, bis eben in die junge Gemeinde in Jerusalem. Dieser heilige Stephanus war einer der sieben ersten Diakone, der in großem Ansehen stand. Und diese Auseinandersetzung, die eben mit den Steinen endet, die auf diesen jungen Mann geworfen werden und er stirbt. Und zuvor sagt er eben, bittet er Gott um Vergebung für seine Peiniger.
der heilige Stephanus, der gesteinigt wird und eben noch betend, sterbend seinen Verfolgern verzeiht und als Frucht dieses Verzeihens wird aus diesem Saulus, der das angezettelt hat, der große spätere Völkerapostel, der heilige Paulus. So ist also ein Gegensatz, aber beim genaueren Hinsehen Kontinuität. Krippe und Kreuz gehören zusammen. Und wenn wir genau betrachten, hat eben auch Christus schon Leid gespürt, die Ablehnung, die Kälte auch im Stall zu Bethlehem, die Ablehnung der Menschen, all das ist der Anfang von dem, was eben Nachfolge Christi und seine Apostel und Jünger dann auch gespürt haben. Also auch Weihnachten und Kreuzesnachfolge gehören zusammen. Auch die Leidensfähigkeit Christi beginnt mit seiner heiligen Geburt. Ohne seinen menschlichen Leib, den er von der Mutter Gottes empfangen hat, hätte er nicht leiden können, wäre auch sein Kreuzestod nicht möglich gewesen. Es gehört also dazu, dass ganz nah an Weihnachten auch über diesen heiligen Erzmärtyrer Stephanus uns der Blick gezeigt wird auf das Kreuz. Ich möchte schließen mit einem sehr schönen Ausspruch, den der heilige Bischof Fulgentius von Ruspe, gestorben 533, zu diesem Festtag gemacht hat. Gestern haben wir die zeitliche Geburt unseres ewigen Königs gefeiert. Heute feiern wir die siegreiche Passion des Streiters. Dieser stieg ins Fleisch gehüllt hinab. Jener stieg mit Blut begrenzt empor. Gestern wurde Christus für uns in Windeln gewickelt. Heute wurde Stephanus von ihm mit dem Gewand der Unsterblichkeit bekleidet. Stephanus hatte die Liebe als Waffe. Auf die Tugend der Liebe gestützt, hat er den grausam wütenden Saulus besiegt. Und der auf Erden sein Verfolger war, den hat er im Himmel zum Freund.